Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schwer auszusprechender Name. Was ist das Die Verschwörung für ein der Tempelritter schönes? oder irgendwie so. Mir ist noch was eingefallen, ich habe noch nicht gegoogelt. Bei ihm kann man noch, mit ihm kann man noch quatschen und dann über den Gangster noch mal reden, oder? War da nicht so ein Bild für. Was jetzt, Monsieur? Nee, ist nicht mehr da. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Ich habe Ihnen bereits erklärt. Okay, da muss ich mir einen Tipp geben lassen. Ich weiß nicht weiter. Danke für Ihr Entgegenkommen. Warte, mit ihm quatschen nochmal und dann lasse ich mir einen Tipp geben. Weiß echt nicht weiter. Und schon wieder. Hallo. Nee, bei ihm geht auch nichts. Okay, Vielen dann. Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Dann muss sie mich geschlagen geben. Spielhilfe. Nachdem George herausgefunden hatte, wie Killer-Clown durch die Blumsum verbindete sich, heraus, der Killername ist Khan, verwendet sich auf der Suche nach Hinweisen und gestohlenen Koffern, bekam George die Gelegenheit, Hans Zimmer durchzusuchen und wurde beinahe erwischt, als der Killer zurück. Toller Hinweis. Hinweis? Ich habe Karls Manuskript. Wie komme ich sicher zu Nico? Hinweis. Du kannst das Hotel nur durch die Lobby verlassen. Die Ganoven draußen werden dich durchsuchen. Wenn du das tust, vielleicht könntest du und das Manuskript das das Hotel auf anderen Weg verlassen. Ja. Toll. Und was wäre der andere Weg? Es gibt ja hier nichts, wo ich anders gehen kann. Hä? Die haben mir Hinweise gegeben, Was die wo ich schon jetzt, hatte. Monsieur? Können Sie mir sagen, in welchem Zimmer der Mann auf. Oh. Ich kann ihn nicht fragen, einen anderen Weg hinaus. Sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel. Nein. Toll. Danke für Ihr Entgegenkommen. Welchen anderen Weg? Übers Fenster ging ja nichts. Und schon wieder. Hallo. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Ich habe nicht die leiseste. Würde Ihnen etwas einfallen, wenn ich Ihnen sage, dass man damit Kanaldeckel öffnet? Ihre Technologie erfüllt mich mit Ehrfurcht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aber es gibt ja Auf eher keinen Wiedersehen. anderen Weg hinaus. Muss ich da. Ach, nee. Ja, toll, das ist derselbe Hinweis wie vorher. 2 Minuten. Dann machen wir Pause dabei, bis sie rum sind. Pause nochmal raus. Vielleicht muss man das Manuskript zum Fenster rausschmeißen. Und das nachher holen. Nein, macht er auch nicht. Ah, doch, da unten ist sie. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in Ah, die ist Hände doch fällt. rausgefunden. Runterschmeißen muss man es. Du ja.
Okay. Dann zurück. Na gut. War das doch ein guter Tipp, getrennten Wege verlassen. Bin ich ja doch nochmal drauf gekommen. Aber es ist, wenn ich zurückkomme, dort suchen die mich dann nicht auf. Stopp! Nichts, Guido! Einfacher als gedacht. Als Fleck und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Na gut, an denen muss man gar nicht vorbei, weil es direkt Nikos Apartment. Nico. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Nein. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantar weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz des Templerordens wurde nie gefunden. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Denk daran, George, dass ein Mensch schon dafür sterben musste, wie du selbst gesagt hast. Außerdem ist das Pergament brüchig. Okay, okay, das hat mich überzeugt. Du kannst es hier behalten. Ja, und jetzt? Bist du sicher, dass du noch nie von Thomas Morla gehört hast? Ganz sicher. Schauen wir uns die Schriftrolle mal genauer an. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croom. Ich gebe dir die Adresse. Jawohl, weiter geht's.
Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Jupp. Ich gehe dann. Nein, nochmal. Schauen wir uns die Schriftrolle. Eine Frau sieht. Aber das. Vielleicht schaue ich mal beim Museum in Krun vorbei. Es wird dir sicherlich weiterhelfen, George. Ab ins Museum. Glück. Wieder ein Achievement. Omi nochmal sprechen? Oh, hi. Hallo. Nee. Vielleicht kommt... Ab ins Museum. Ich überlege, ob ich meine Faust durch das Glas donnern, das Fenster aufreißen und dann triumphierend ins Gebäude springen sollte. Doch dann denke ich, nein, das ist doof. Außerdem könnte ich mir wehtun. Ein echter Macho-Typ hätte sich voll in die stacheligen, kratzigen Büsche geworfen. Ich nicht. Wieso? Was hat das mit Macho zu tun? Nacht im Museum. Da ist er, der Museumsdirektor. Verzeihung. Oui, Monsieur? Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen.
So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lovinot. Ist er warm? Na gut, dann weiß der auch nichts. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Haben Sie jemals vom Club Alamut gehört? Oh nein! In solche Etablissements gehe ich nicht. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Keiner gibt mir die Hand. So, vielen Dank für Ihre Hilfe. Schauen wir uns mal die Sachen an. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade mal nicht hinsieht, aber die Vitrine ist abgeschlossen. Ich versuche, die gläserne Abdeckung der Vitrine hochzuheben, aber sie rührt sich nicht. Ich versuche, mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter gerade mal nicht hinsieht. Die Vase ist leer. Ein so seltenes und wunderschönes Objekt zu berühren, wäre barbarisch. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Naja, dann rauchen wir noch eine. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Schrank? Schrank? Das ist ein Sarkophag. Genau. Ich entweihe keine Gräber. Okay, da gibt's noch den Schalter da drüben. Und die Vitrine hier. Ich versuche mit der Hand reinzugreifen, als der Wächter. Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur! Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur, aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht, zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen. Okay, dann muss ich jetzt warten, bis er wegschaut. Genau. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über... Sorry, zu früh. Ah, da sind die Fenster offen. Hoch über mir befindet sich ein Fenster. Er macht's dann wieder zu. Was soll ich denn jetzt hier schon wieder hin? Nicht öffnen! Denk... Vielleicht muss ich jetzt schnell raus und dann irgendwie... Hier sieht man das. Das Dreibein ist ohne Zweifel das auf dem Manuskript. Die Templerverbindung bestätigt das. Ich bin versucht, nach Irland zu fahren und das nachzuprüfen. Was? Nach Irland soll ich fahren? Wirklich?
Wo ist der Bahn? Ah, hier. Airport. Ich muss echt nach Irland. Airport. Airport. Irlande. Der Kobold aus Irlande. Ich dachte, ich bleibe nur in Frankreich. Mit einem Kobold-Auto fahre ich. Etliche Stunden später komme ich endlich in Irland an, auf der grünen Insel. Es ist reines Glück, dass ich einen Bus erwische, der von Dublin in das kleine Dorf Loch Maren fährt. Auf dem Weg erzählt der Fahrer, dass es pro Tag nur einen Bus daraus gibt. Falltür. Eine Falltür im Gehweg. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Rosso steht in diesem Pass. Mörder werden leichenblass. Sind Sie ein Polizist? Sagen wir einfach, ich suche hier nach der Wahrheit. Cool. Genau wie eine Glotze. Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam Maguire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, Maguire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen, aber ich habe die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, habe ich gesagt, guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich gehe nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Was kannst du mir über das Schloss erzählen, Maguire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. Nur... Mal nachhaken. Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich habe überhaupt nichts Angst. Guck schon raus. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh. Da gibt's ein Gespenst. Wir nennen es das Phantom von Loch Maren. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, hä? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen, wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Wie das Schwein von O'Brien. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in denen sich alles Mögliche verstecken Rosie konnte. O'Hallahans. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Alter, zähl schon weiter. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen.
und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's sie. In dem verdammten Ding spukt's. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marn? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl, genau wie in dem Film, den ich gesehen habe. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kid her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich ein, ey? Ich bin 25. Blödsinn, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und 3 Kinder. 10 Kinder, wenn man die von meiner Frau mit dazu zählt. Alles klar, du Hosenputz. Komm, gib mir die Hand. Warte mal. Kennst du das Streichholzbriefchen, McGuire? Nö, nie im Leben gesehen. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Gib mir deine Hand. Was denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schieb keine Nummern. Pater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln. Das ist alles. Von mir aus. Volltreffer. Gut, hä? Eh? Endlich einer erwischt, kleinen Jungen. Natürlich. Hab überhaupt nichts gemerkt. Naja, gut, dann. Gehen wir mal bis da später dann. Okay, Mister. Gehen wir mal da rein in die Lounge. Food gibt's da. Food. Ich heiße George. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. Der Fitzgerald. Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tot. Wir sind dann nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Komm, gib die Hand. Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Bis später. Hallo, guter Mann. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun Sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche... Polynosis? Entschuldigung. Polizei. Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungchen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich?
Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja, doch. Mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zersaust, schlagende Flügel. Ja, ja. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lohmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Ich glaube, ich weiß, was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Frag, wie der Geist aussieht, ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmarn. Oh. Bis dann. Boah, das ist so spiel, denke ich. Er hört nicht zu. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. So, Thomas, ich bin da nochmal weg, ne? Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Ja, ebenso. Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Daheim. Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Lochmarn wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Lochmarn. Oh nein. Ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drinnen, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerpressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihre Hand zu schütteln, Mr. O'Brien. Mir eigentlich weniger. Wissen Sie, ich habe zufälligerweise den Buzzer in Ihrer Hand gesehen. Er hat ihn gesehen. Okay. Also dann bis später. Dann ihn hier noch. Und dann ihn hier noch. Hi, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nee. Ich meine, ich weiß... Hoppala, weg geht's. Was ist das denn?
Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger-Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich habe selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Habe ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Inkompetent heißt was, inkontinent. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Genau, Professor Stobbart, Miskatonic University. Sie sind Archäologe und fragen uns wegen dem Schloss? Entschuldigung, Mr. O'Brien, der Gentleman hat mit mir geredet. Wieso sind Sie nicht mit den anderen weggegangen? Ich wusste gar nicht, dass Sie weggegangen sind. Aber klar doch, haben Schaufel und Spaten eingepackt und sind verschwunden. Ich habe anscheinend die ganze Action verpasst. Was für Action? Professor Pegrams Entdeckung. Haben Sie denn nichts davon gehört? Nein. Dann mal tschüss. Und dann können wir das Video abschließen. Was gibt's? Oh, ich kann auch da reingehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Klar. Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob? Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Genau, im besten Zimmer des Hauses. Das ist das Zimmer mit dem Bett. Kann ich Pegrams Zimmer sehen? Hat einer der Brüder aus dem Kloster genommen. Sie kommen jedes Jahr hierher zur spirituellen Erfrischung. Das ist gut, das muss ich mir merken. Spirituelle Erfrischung ist ein Bauch voll Bier. Ich möchte einen Mann Gottes nicht stören. Besonders nicht einen so großen Typen aus dem Heim für schwer erziehbare Jungen. Kann ich dir nicht verdenken, Mick. Der Bruder hat Muskeln wie ein Muskelmann. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Im Ernst, ich suche einen Mann, der als Clown verkleidet ist. Hat er vielleicht einen kleinen weißen Hund mit einer schwarzen Augenklappe dabei? Glaube ich eigentlich weniger. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Sie sind schon der Zweite, der mich heute danach fragt. Ich weiß nichts über das Schloss.
Ist sowieso nur eine alte Ruine. Wer hat sonst noch nach dem Schloss gefragt? Sagte, er wäre Report, hat nach dem kleinen Volk gefragt. Ich habe ihm ein paar Geschichten über das kleine Volk erzählt. Hätte mich vielleicht sogar dafür bezahlt, dass ich ihm genau das erzähle, was er... Egal, ich habe ihn jedenfalls rausgeschmissen. Klasse, Mick. So geht man mit Journalisten um. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ha? Warum um alles in der Welt sollte ich? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Danke. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.